Herzlich willkommen auf dem Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. Heute war ich mal real unterwegs und habe, weil ich Hunger habe, aber ich musste diesen Videoclip machen. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr Hunger habt, aber ihr wisst schon. Also, ich war bei, ich mache mal Werbung bei Döbbe. Ich habe gestern 3 Mettbrötchen, gestern, 3,60 Euro. Vorhin war es zu voll. Ich denke, gut, mach erstmal den Datenhighway clear. Bin da eben dahin. 5,80 Euro. 2,20 Euro mehr. Von heute auf morgen. 3 Mettbrötchen. Die gestern 3,60 Euro und jetzt 5,80 Euro. Also, das ist ein Hammer. Wenn meiner einer hier die Daten, ja, die Erhebung der Daten, die Vielfältigung von Daten anheben würde, ich würde einen Klatsch kriegen. Wir hatten ja einen Vorfall, wir sind, haben ja ein Herz für unsere Zugereisten und die dann mit ihrer Heimat kommunizieren möchten, können die ja dann kommunizieren in der Internet-Ecke, ne, kriegen Kopfhörer und alles. Eine Stunde kostet 3 Euro, da können die machen, was sie wollen und so weiter und eine halbe Stunde einfach sie. Hi, grüße. Hi. Hi. Wie gesagt, Brötchen gestern 3,60 Euro, leckere Mettbrötchen mit Zwiebeln drauf, damit man so richtig stinkt, ne? Ist klar, und jetzt 5,80 Euro. So, der Datenhighway. Der Datenhighway als Kiosk, hier werden Daten jetzt veröffentlicht, zum Beispiel Politik, was da so abgeht mit Jamaika. Jeder weiß, wenn eine Ampel kaputt geht, rechts vor links, da ist die Straßenverkehrsordnung bei jeder Ampel, die ausfällt. So, sollte die ausfallen, haben wir Neuwahl. Werden wir merken, werden wir sehen. Aber meiner einer, euer Medienkanzler, sagt jetzt einfach, nicht nur weil die Brötchen da so gewaltig teuer geworden sind, nein, er sagt auch an alle deutschen Politiker, beendet diesen fehlerhaften 2:4 Vertrag. Macht ein Deutschland aus 16 Bundesländern mit einer neuen Verfassung raus aus der wirtschaftlichen Demokratie, zurück zur menschlichen Demokratie, aus BRD, DDR-Fehlern lernen. Einmal 40 Jahre vor und hinter der Mauer sind genug an Fehlern. Es wird Zeit, da wir nun Industrie 4.0 sind und bald nur noch ein Drittel arbeiten und zwei Drittel nicht. Deutschland muss sich formatieren. Die Geschichte ist geschrieben. Frei. Wollte an sich nur wegen dem Brötchen, die gestern 3,60 und heute 5,80 kosten, Mettbrötchen, 3 Stück wurden gemerkt. Rechnet bitte nicht um in D-Mark, dann wird euch schlecht. Aber egal, ich meine hier die Politiker, ich bin ja gerade im Redefluss unterbrochen worden, an alle deutschen Politiker, beendet diesen fehlerhaften 2:4 Vertrag, macht ein Deutschland aus 16 Bundesländern mit einer neuen Verfassung, raus aus der wirtschaftlichen Demokratie, zurück zur menschlichen Demokratie, aus BRD, DDR Fehlern gelernt, einmal 40 Jahre vor, hinter der Mauer und Politik. Es wird Zeit, da wir nun Industrie 4.0 sind und bald nur noch ein Drittel arbeiten und zwei Drittel nicht. Deutschland muss sich formatieren, die Geschichte ist geschrieben und daraus muss nun etwas Neues entstehen. Für alle. Etwas entstehen für alle, ob arm, reich. Es muss was Neues kommen. Untergrenze bei Armut. Dass keiner mehr obdachlos wird, das ist wichtig. Untergrenze, dass keiner mehr obdachlos wird, dass irgendwas ist und dann stopp. Und dann stopp. Einwandern nach dem Muster von Neuseeland, Kanada, Australien. In dieser Ausrichtung, wer einwandern möchte. Und die Notfallaufnahme, Notfallaufnahme mit Begrenzung bei Bedarf. Sowas muss geschehen. Ja, dieses chaotische Gequatsche da von Politikern, die eh keine Ahnung haben, die nur an ihr Geld denken und polemisch werden und dann jetzt plötzlich mit Sexismus und was weiß ich nicht alles. Wir werden sowas von den Medien zusammengefaltet, auseinandergedehnt, wie die das gerade wollen und in der Mitte zerbricht alles, zerbröselt alles. Keine Ahnung, warum ich jetzt wieder so viel Information bekomme. Ich habe nur von den 3,60, 5,80 Brötchen gesprochen und schon geht hier der Highway los, der Datenhighway. Wir sind nochmal im Datenhighway-Kiosk und wir kriegen hier etliche ne, Sachen hier. Und macht ja auch Spaß, wenn wir die Sachen bekommen. Ne?
So ist das. Ferien! Ja, es sind Ferien. Es sind Ferien, das merkt man richtig. Deswegen habe ich auch hier an sich Zeit, dieses Video zu machen. Für alle, die, ich meine, die neue Technik, der Datenhighway als Kiosk, reinsprechen, weiterleiten, fotografieren, Information, Handel mit Information. Das ist der Datenhighway Kiosk, wir handeln mit Informationen. Aber wenn hier so 3,60 Euro Mettbrötchen auf 5,80 Euro innerhalb von 24 Stunden, ist das schon heftig. Wenn wir unsere Preise anziehen würden für unsere Informationen, dann wären wir ja Ärger. Internet, da sind wir auch ein bisschen sauer. Wie gesagt, wir haben da jemanden gesagt, gut, du kannst da in Ghana mal eben, er wollte seine Heimat und ist klar, in Ghana ist irgendwas, hat er sich dann da und so weiter. Aber wenn man den Preis sagt, 1,50 eine halbe Stunde, 3 Euro eine ganze Stunde und das auch zigmal erklärt und ist auch ab. Und wenn alles fertig ist, anfängt hier rumzuspinnen, dass er nur noch 50 Cent zahlen möchte, aber die Tasche voller Geld hat. Die Tasche voller losen Scheinen. Ja, die greifen in die Tasche, holen ihre losen Scheine raus, feilschen da wie die Weltmeister, werden richtig ausfallen. Dann wird man doch schon ein bisschen sauer, wenn man alle als Gäste betrachtet. Das sind Gäste, aber wer kein Gast ist und nicht gastlich sich benimmt, fliegt raus. Und so sollte an sich auch überall so sein. Die ganzen, wir sind Gäste oder wir haben Gäste. Wir haben ganz viele Gäste im Jahre 2015 bekommen. Verdammt viele Gäste 2015 bekommen. Und wenn die nicht gastlich sind, sollte man die rausschmeißen. So ist an sich der wahre Weg. Aber irgendwie machen die Leute das wohl nicht. Ne? Ja, was will man machen? Ne? Mal gucken hier, was haben wir hier? Es macht so viel Spaß, wie gesagt, mit dieser neuartigen Kommunikation. Ja, die neuartige. Yes, yes, yes. Ja, euer Medienkanzler ist, wie gesagt, seit 1969 auf dem Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen. 2019 ist er dann 40 Jahre dabei. Erste Idee und 30 Jahre im Beruf. Mit dieser Idee ist doch nicht schlecht. Manche Künstler sind erst nach dem Tod berühmt. Ja, meiner einer, euer Medienkanzler, ist während ja, auf dem Datenhighway 40 Jahre unterwegs. Früher nannte man das BTX und so weiter oder Fernschreiber. Ach, Kommunikation macht so viel Spaß. Ich kommuniziere gerne mit euch hier, da auch. Ja, der Datenhighway. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier werden Informationen verkauft, Daten gesammelt und so weiter. Die erste Information ist, dass Industrie 4.0 kommen wird, dass 2/3 keine Arbeit und 1/3 Arbeit haben werden. Die Politiker müssen sich erstmal auf Industrie 4.0 einigen, dass es nicht da oben ist, ja, mit irgendwelchen Robotern. Sondern Industrie 4.0 ist alles. Das, was ich jetzt hier vor laufender Kamera mache als Medienkanzler, ne, und so weiter, nö. Rumblödeln, Spaß haben, ne, und all solche Sachen. Kommunizieren, elektronisch. Ein Problem in Japan aufgetreten. Die Japaner und Chinesen sind leider gezwungen, sich ihren Freund zu kaufen, zu mieten. Ja, weil das macht einsam. Das macht einsam. Man hat zwar ganz viele bei Facebook, über 5.000, wenn man Glück hat. Und hier hat man auch sein WhatsApp ne? Und kann dann da kommunizieren. Egal. Ja, und wie gesagt, man kann vieles machen, Blödsinn machen. Und ja. Das macht Spaß. Ich hänge jetzt wieder ein. Weil ich an sich nur sagen wollte, 3,60, 5,80, 3 Mettbrötchen. Und an alle Politiker, denkt mal drüber nach, Untergrenze, damit keiner obdachlos wird, Obergrenze, an sich sollen die doch alle studiert haben. Aber ich habe ja gehört durch Herrn Welke, ZDF Heute Show, dass das Abitur NRW, ne, für Mülleimer und Studien, also Studierte aus NRW genauso für Mülleimer. Schätzungsweise haben wir zu viele, die hier studiert haben.
Und deswegen haben wir so merkwürdige Politik. Ich meine, auf alle Politiker reagiert auch keiner. Wieso auch? Weil keiner es versteht, was ein 2-zu-4-Vertrag ist, was 16 Bundesländer sind, was zusätzliche Landesgrundgesetze sind, denn jedes Land hat noch ein zusätzliches Gesetz. Jedes Land reagiert auch noch ein bisschen anders. Wir müssen immer alles durch 16 teilen. Bei dem einen ist es gültig, bei dem anderen ist es ungültig. Man, ne, ist so. Wer im Sauerland lebt, hat da auch ganz andere Präambel im Gesetz. Ja, das Grundwasser und so weiter und die Quellenwässerchen und die Ländereien da und der Grashalm, wenn ich das mal so sagen darf. So, es macht Spaß, Daten auf dem Datenhighway. Es macht Spaß, einen Datenhighway-Kiosk zu haben mit Zuhilfenahme von Maschinen. Es macht Spaß, den Medienkanzler darstellen zu dürfen. Und es macht Spaß zu wissen, dass viele hin und wieder sich sowas anschauen und dann vorbeikommen und sagen, hey Medienkanzler, was hast du denn heute wieder von dir gegeben? Macht Spaß, gerade wurde auch wieder gefragt, aber, kann man davon leben? Natürlich kann man von Star Wars nicht leben, weil wir sind nicht Star Wars. Der Medienkanzler ist auch nicht Star Wars. Die Show Star Wars 40 Jahre ist auch erledigt. Es ist vorbei, wir kommen neu, Datenhighway, Kiosk, Daten, mal schauen, was wir aus den ganzen Daten, die wir jetzt bei Facebook, YouTube, wo alles zu finden ist, auf dem Datenhighway schauen wir mal, was wir da überholen können, was wir mitnehmen können, was man veröffentlichen könnte mit Untergrenze, damit keiner mehr obdachlos wird. Obergrenze, das ist Schwachfug, aber das ist ja Seehofer, das ist Bayern, da laufen die Uhren anders, das ist ein Freistaat, das sage ich jetzt aus Nordrhein-Westfalen mal dazu. Vorhin sagte ich Glück auf, da sagte er, bist du Schalker? Wie Schalker? Ja, Glück auf, sagt Schalker. Ein Schalker sagt Glück auf, nee, sage ich. An sich sagt das ein Bergmann Glück auf, aber Schwamm drüber. Also egal, was man macht auf dem Datenhighway, fängt man an zu schmunzeln, sobald man irgendwas sagt wie Glück auf, bist du Schalker? Nee, ich bin kein Schalker. Aber egal, ich bin ein NRW-Bürger aus dem glorreichen Kohlenpott. Gibt's nicht mehr. Wir sind jetzt eine grüne Hauptstadt hier. Vorher waren wir die Kulturhauptstadt 2010, jetzt sind wir eine grüne Hauptstadt. Und wir kaufen hier 3 Mettbrötchen für 3,60 und ab sofort für 5,80 €. Das sind die teuersten Mettbrötchen, die ich je zu mir genommen habe, die ich nämlich jetzt essen werde. Und das wollte ich nur gesagt haben. 3 Mettbrötchen, 5,80 €. Mir ist so übel, aber ich werde sie genüsslich essen. Wow. So, vor ein paar Sekunden sagte ich 3 Mettbrötchen, 3,60 € gestern. Heute 3 Mettbrötchen. Selber Ort, selbe Handlung, selbe Firma. Grüße, Tag, Tag, 5,80 €. Einmal bunt. Kessel buntes. Ach, herrlich. Das war jetzt eben kurz, wir sind ja international, wie gesagt, Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen kommt die ganze Welt. Jetzt war für Brasilien eben was gemacht und ich fand es so super. Was bin ich? Ein Arbeiter vor dem Herrn. Ich finde es super, ja, weil ich diesen Brückentag nicht habe. Wir haben ja 2 Feiertage, Dienstag, Mittwoch, ne? Allerheiligen und alle 500 Jahre Mr. King da, ne? Ist klar. Warum hat Luther das da an die, von den Aborten, ne? Seine Paragraphen da an die genagelt. So, alle 500 Jahre hat Luther dann seinen Spaß. Und wir 2 Tage Feiertag. So, viele haben, ihr merkt, es ist ruhig. Ich kann ein bisschen reden, ich kann hier auch ein bisschen schreiben. Ein bisschen philosophieren und nachdenken. Ich habe auch gerade noch mal mit Quer gesprochen, Bayerischer Rundfunk. Die machen ja unheimlich tolle Magazin, Satire-Sendungen. Und ich arbeite halt daran, auch eine zu machen, irgendwie was Satirisches. Ich meine, 3 Mettbrötchen, 3,60 € und jetzt 5,80 €. Ich meine, ist schon heftig, heftig. Über Nacht 1,20 € mehr. Das ist schon Hammer. Oder die junge Dame hat sich vertan. Ich vermute, die hat sich vertan. Also gestern kam die, wie gesagt, 98 Cent das Stück. Und ja, die. Ich nehme das jetzt einfach mal hin, dass die sich vertan hat. Die muss sich vertan haben, weil 3,60 €. Oder die da. Oder gestern, die hat sich vertan, 3,60 €. Keine Ahnung, aber ich esse. Ich hole mir immer ein Brötchen, 3,19 €. 3,90 €, so ein Riesenbaguette mit Käse drauf, Salami drauf, 3,19 €, also. Muss ich doch gucken, dass ich kein Mettbrötchen nehme, ne? Ja, oder Mett, ihr wisst ja, ist ja Schwein, ne? Man darf ja kein Schwein mehr haben, ihr seid ja im Islam, ne? Bist du lahm, ist, ne? Ja, Islam. Deswegen darf, ne? Vielleicht muss ich demnächst Hühnchenfleisch nehmen oder so. Keine Ahnung.
Aber egal. Also wie gesagt, wir Randgruppen hier zocken nicht ab. Eine Copy 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent, 100 Kopien 5 Euro, kann man nicht meckern, nach 100. Also ab 200 kostet jede Kopie, also nach 100 kostet jede weitere 100 Kopie 5 Euro, macht dann 17,45. So, und 22 zerquetsche und so weiter, 22,45 und so weiter. Und 27,45 und so weiter. Und 30 und so weiter. So, wie gesagt, da wird man günstig. Und das braucht man ja nicht so oft. Die Harzer, die SGB2 brauchen, doppelseitig und so. Und diverse Firmen brauchen und so weiter und so fort. So, das ist eine Gelegenheit, hin und wieder. Wenn man viel Ärger hat, hat man auch viel Papier, muss man auch viel kopieren, ist klar. Wegen dem Ärger schon alleine ist man stinksauer und wenn man dann noch Geld dafür geben muss, kann ich das alles verstehen. Aber drei Brötchen, 3,60 Euro und heute 5,80 Euro, meine lieben Freunde, wenn das nicht teuer ist, dann weiß ich nicht. Na, ist klar. Aber brauche ich euch nicht sagen, ich kriege natürlich die Anwälte bei Benzin so. Das ist, hallo? Warum lassen wir das eigentlich zu? Warum lassen wir eigentlich zu, dass alles so teuer wird? So teuer wird. Na? Mal schauen, was der Datenhalbe dazu zu sagen hat. Der Datenhalbe hatte auch so wunderbare Sprüche. Ja, ne? Der Ausflug in Hamburg, ne, die Kinder haben ja jetzt Urlaub. Vorher waren sie da 5 Tage in Hamburg, haben da Urlaub gemacht. Kind sollte man werden, ne, und so. Ja, dann hätte man da vielleicht ein bisschen Spaß. Ich finde es toll, ich spreche jetzt gerade mit euch, bin im Datenhighway, bin jetzt bei Instagram, gerade vor ein paar Sekunden war ich bei WhatsApp. Hallo? Na, was will man denn noch mehr? Gut, wenn ich jetzt einen realen haben möchte, einen Kuschelpartner oder so, na gut, dann muss ich mir mieten, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. In Japan, China ist es so, reale Freunde müssen gemietet werden, weil virtuelle Freunde hat man genug. Also ich habe hier bei Facebook mittlerweile 15.000, weil ich 3 Mann Account machen musste, weil wegen Überfüllung geschlossen. Ja, und jetzt bin ich jetzt hier bei dem Account wegen Star Wars. Da habe ich mich so ein bisschen eingenistet, weil was Star Wars macht, mehr Spaß. In der Filmbranche und in der beruflichen Branche ist nicht so viel los. Da unterhält man sich halt mit Film- und Fotokollegen, die da auch produzieren und Produktionen machen. Ich muss mal schauen, ob ich nicht mal irgendeine schöne Produktion aufnehme, die dann produziere und daraus eine schöne Sendung mache. Aber das ist hier Ruhrpott, das ist hier WDR und das ist so konservativ. Ich muss mal gucken, ob ich bei Extra 3 eine Satire-Sache unterbringen kann. Ja, ja genau, ich werde jetzt Extra 3, ich werde den Herrn Ehring mal gleich anschreiben, ob er da vielleicht so einen Witz reinhauen kann, dass 3 Brötchen 3,60 und heute 5,80 oder so. Ja, müssen wir mal schauen. Oder halt die Sache, ich helfe ja gerade einer Kundin wegen Stromabzocke, ist jetzt kein Scherz, die junge Dame, die gerade hier wegen Brasilien, so jung war sie nicht, das ist eine ältere Dame, sie sagte mir auch, dass einer bei den drei Eichen wohnt, am Norddeich, also einer, der gerne einsam lebt, am Norddeich, wo drei Eichen wohnen, also wo nichts los ist. Auch er sollte 3.200 Euro Strom nachzahlen. Ich kenne die Wohnung, die ist sonnendurchflutet, ist zwar am Meer da, Nordsee, an der See, ne, Nordsee, auch am Deich, ja, aber die ist so sonnendurchflutet, 3.200 Euro nachzahlen. Also mit dem ganzen Strom und Stromabzocke, da ich ja viele Anwälte jetzt anschreibe, weil ich für die junge Frau einen Anwalt suche, wegen dieser Stromabzocke, die haben gelogen, wirklich, die haben gelogen, das können wir nachweisen, weil wir alle Daten gesammelt haben, ist also kein Einzelfall, absolut kein Einzelfall, die Leute werden über den Teller gezogen mit Strom, wir Bürger sollen denen ihre Idee da, mit ihren E-Autos und so, was soll denn auf uns zukommen? Ey Leute, das kann doch gar keiner mehr bezahlen, das E-Auto nicht, den E-Strom nicht, nee, tut mir leid, also irgendwas stimmt hier nicht. Ich roll immer noch das, also der Stromärger, der sitzt, merkt ihr schon, ich höre lieber auf, sonst flippe ich aus. Ich habe genug darüber berichtet mit dem Stromärger. Ich möchte eine lustige Sendung machen. Ich muss gucken, dass ich diesen Ärger so
in Szene setzt, dass ihr schmunzelt, aber versteht, worum es geht. Strom. Bitte nicht wechseln, nicht auf Verivox Check 24 reinfallen, tut es nicht. Tut es nicht. Tut es euch bitte nicht an. Wenn doch, dann seid ihr selber schuld. Dann habt ihr so einen Schwachsinn wie diese junge Dame, denen wir versuchen zu helfen. Und natürlich, wenn ich sowas da gerade höre, von 3.200 Euro nachzahlen, dann ist mit Strom stimmt was nicht. Da stimmt was gewaltig nicht. Ja? Mit diesem Stromwechsel. Tut es euch nicht an. Auf dem Daten-Highway-Kiosk. Mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, ihr seid hier im YouTube-Kanal. Ja? Bei eurem Medienkanzler. Hängt jetzt auch am Fenster. Daten-Highway. Sagt das Wort. Daten-Highway-Kiosk. Wir verkaufen Daten. Wir sammeln Daten. Verarbeiten Daten. Aufzeichnungen, Überspielungen an alle Künstler, die es brauchen, an alle Sendeanstalten. Wir sind eine Filmfotoproduktion und wir werden irgendwelche Sendungen sicherlich produzieren, herstellen für irgendwelche Sendungen nach Format. Ja, einfach reinkommen, fragen, euer Medienkanzler steht euch zur Verfügung. Natürlich dann nicht vor laufender Kamera, dann natürlich dahinter etc. pp. Bei der Ausarbeitung, wie vorhin gerade gefragt wurde, wir wollen ein Tutorial machen. Und brauchen, dafür haben wir Studio, also drehen wir im Studio ein Tutorial, wie stelle ich meinen eigenen Death Trooper Cosplay Anzug her. Finde ich toll, habe ich gesagt, ist in Ordnung, komm vorbei, machen wir. Ja, ich habe ein bisschen Zeit heute, weil wir haben ja diesen Wahnsinnsfeiertag, 500 Jahre Luther, und Luther hat jetzt den Feiertag und danach kommt Allerheiligen und somit haben wir, ganz viel Zeit. So, ne, Fenster habe ich auch gerade die Figuren raus, wird ja immer weniger, weil wir jetzt Darth Vader und Co. Verramschen. Ja, alle machen mit. Ich habe auch gerade hier bei Facebook einige gesehen, die alles mit Star Wars verramschen. Was sonst 99 gekostet hat, kostet jetzt 29,95. Was vorher 69,95 gekostet hat, kostet jetzt auch 29,95. Und all solche Sachen. Ja. Star Wars wird verramscht, aus welchem Grund auch immer. Es soll angeblich bessere Figuren kommen 2018. Lassen wir uns überraschen. Jedenfalls sind wir ein Daten-Highway-Kiosk. Wir haben damit nichts zu tun. Wir verarbeiten Daten. Wir arbeiten mit Daten. Aufzeichnung, Überspielung. Wir machen Sendungen. Wir denken uns Sendungen aus. Wir tüfteln. Wir arbeiten mit den Komparsen zusammen. Wir arbeiten mit den Schauspielern, mit den Musikern zusammen. Und ich werde euch sicherlich irgendwelche vorstellen demnächst. Weil es geht zu Ende. Bald kommen die Clips für Star Wars 14 Tage, 10 Tage, 9 Tage, 8 Tage. Yeah! E8 ist dann da. The Last Jedi. Aber dafür lasse ich mir sicherlich noch was einfallen. Nicht jetzt hier, weil ich ein bisschen Zeit habe. Gerade umdekoriert. Du bist TV. Ne? Ihr seid total recht herzlich willkommen bei Ultra HD Web TV. Ihr seid total recht herzlich willkommen hier auf den Datenhighway, hier im Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen bearbeiten wir deine Daten. Wir machen aus analog, digital, digital, analog. Wir setzen es um auf den allerneuesten Datenträger. Wir arbeiten sofort, ob nun WhatsApp, Facebook, Google. Wir sind Industrie 4.0. Wir können Daten verarbeiten, wir können mit Daten arbeiten innerhalb auf diesem sogenannten Datenhighway. Jetzt so ein Datenhighway, so eine Sendung mit Datenhighway, bin ich gerade euer Medienkanzler am Arbeiten und da denke ich mir sicherlich was aus. Ich werde auch sicherlich irgendeine Art Webseite bauen. Kostet ja alles Schweinegeld. Früher war das nicht so teuer. Seit 1995 hat man Websites und alles und man ist im Fernsehen. Ich sehe gerade so eine Folge da über Star Wars und mit Star Wars macht das unheimlich viel Spaß. Auf Star Trek mittlerweile. Könnte ich viel Werbung machen für Netflix. Bin ein Netflix-Indianer. Ich habe mich in Netflix verliebt. Die Serien, gut, viele Serien kannte ich schon. Viele Serien habe ich auf Blu-ray. Viele Serien hatte ich hier auf DVD, die wir auch verkauft haben. Und irgendwie denke ich mir sicherlich was wirklich völlig Neues aus. Irgendwie eine völlig neue Dekoration. Auch Fenster mal schauen. Ich wollte an sich Halloween-Fenster machen mit diesen ganzen Geistern und so. Aber ich weiß nicht, ob die Leute das aufnehmen würden. Übrigens, Islam, ne? Also mit Islam und so.
vor allen Dingen in Bayern mit Obergrenze und Feiertage wird es in Bayern nicht geben. Jedenfalls kein Israelien. Ich habe jetzt Besuch, ich muss mal eben unterbrechen. Hallöchen! Ja, um Datenhighway. Genau, ich habe es gerade geahnt. Ach herrlich, es macht so viel Spaß auf dem Datenhighway. Also mir macht es viel Spaß. 1969 hatte ich die Idee, meine lieben Freunde. 2019 bin ich dann 40 Jahre in meiner Idee, 30 Jahre in meinem Beruf mit dem Datenhighway verbunden. Bin nur sehr traurig, deswegen mache ich diesen Videoclip. Bin sehr traurig, dass die Politiker es nicht verstehen, dass sie auch so Kleinstunternehmen keine Rücksicht nehmen, dass die Rücksichtslosigkeit sich so dermaßen ausgebreitet hat in einer Geschwindigkeit, dass keiner mitmacht. Wenn man sagt Untergrenze, macht einfach keiner mit. Ich befürworte die Untergrenze, dass kein Mensch mehr obdachlos wird, dass kein Mensch mehr in Armut leben muss. Ich arbeite dran, aber ich verzweifle, weil es klappt nicht. Es klappt nicht. Die Leute sind immer nur Obergrenze, wenn ich das da sehe und so, und mit Islam und so. Untergrenze. Dass keiner mehr obdachlos wird, nur der unbedingt möchte, kann werden, ist ja sein gutes Recht. Aber es dürfte an sich gar keine Obdachlosigkeit mehr geben. Man steht auf, sogar ich, euer Medienkanzler, wenn er nicht mehr ist, was er ist, dann ist er obdachlos, weil... Wie soll er das alles tragen, meine lieben Freunde, mit Hartz IV? Ach, bitte euch. Mit Hartz IV kann man doch keinen Unternehmer abspeisen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld man da bekommt. 404 Euro oder was, ich weiß es nicht. Also ich als Unternehmer könnte nicht mit 404 Euro leben. Also ich müsste mir dann einen Weg suchen, wie verschwinde ich hier. Ich müsste warten, kommen die Aliens, nehmen die mich mit. Ne? Ihr seid im Datenhighway. Mit Zuhilfenahme von Maschinen. Es macht so viel Spaß, mit dieser Technik zu arbeiten. Es macht so viel Spaß, mit den Kunden zu arbeiten. Ich darf nur mal nicht sagen. Ich darf es euch nur sagen, dass wirklich sehr viele Kunden an der sogenannten Stromnadel liegen und hängen und dort wirklich verrecken. Ja, 3.200 nach, 6.000 Euro nach. Für was? Für was? Und nachher stellt man fest, die Stromanbieter haben so viele Fehler gemacht, die geben diese Fehler aber nicht zu. Ja. Ja, ich habe hier auch einen Patienten auf Deutsch gesagt. Hallöchen, grüß euch, ich komme. Hallo. Hi. Als Arbeitgeber kenne ich das doch alles gar nicht. Ich bin ein Arbeitgeber und ein Arbeitgeber, der gibt und ein Arbeitnehmer, der nimmt. So sieht's halt aus. So, also wie gesagt, ihr seid immer noch im Datenhighway-Kiosk hier mit Zuhilfenahme von Maschinen. Und wir machen Foto- und Filmproduktion etc. pp. Da jetzt Ferien sind und da jetzt die beiden Feiertage sind 500 Jahre Luther und der 1. November und der Datenhighway. Ach, ich finde es toll. Ja, ich habe halt ziemlich viel Spaß und deswegen diesen Spaß lasse ich euch halt auch mal jetzt hier in diesem Videoclip. Na, ja. Ja, komm mal. Ja, ist so eine Sache alles. Hallöchen, ich komm. Hi, Grüße. Das wunderschöne Star Wars Fenster, ich hoffe, jetzt piept mal keiner dazwischen. Das wunderschöne Star Wars Fenster wurde jetzt gerade gesehen. Wir haben ein wunderschönes Star Wars Fenster gemacht. E8 kommt ja jetzt. Und ist klar, dass die Leute wissen wollen, wie toll die Figuren sind. So einen riesengroßen Yoda, der sich bewegt. R2D2, der sich bewegt und spricht und Musik macht. Ihr wisst die Preise, ich sag nur Amazon, ja, 900, 1300. Bei uns werden die natürlich sehr günstig abgegeben, weil ich weiß, dass meine Kunden, die Star Wars kaufen, echte Fans sind. Und ich sehe sie ja dann selbst bei denen in ihren Fenstern, wenn das so steht. Und die das so aufbauen und ja, die mögen halt Star Wars und bekommen das natürlich dann günstiger. Dem jungen Mann gerade musste ich leider sagen, dass ich die dann halt nicht abgeben kann. Das Fenster könnt ihr ja bei Instagram gucken oder bei Facebook habe ich es ja veröffentlicht, wie das ausschaut, das Star Wars Fenster. So, meine lieben Freunde, wie gesagt, Datenhighway ist alles, politisch, nicht politisch, alles A bis Z. In einem Datenhighway ist alles so. Eins stößt mich wirklich sauer auf, oder stößt mir sauer auf.
Das ist die Stromabzocke. Da habe ich echt was gegen. Und die Untergrenze der Obdachlosigkeit. Also wenn es eine Untergrenze gäbe, dass keiner mehr obdachlos wird, wäre super. Das mit der Obergrenze ist totaler Schwachfug. Manchmal frage ich mich auch, der bayerische Islam, sprechen die bayerisch, die Islamisten? Die Islamisten in Bayern sprechen die bayerisch. Ich habe auch keinen Islamist in... Nee. Also meine Syrer, meine Afghanen und meine Leute, die hier rein, die sprechen normal Deutsch, Hochdeutsch, kein Ruhrpott, kein Slang. Ich habe sehr Wissbegierige, die Deutsch lernen möchten, wenn ich dann versuche, Deutsch beizubringen. In dem Moment, wenn wir im Datenhighway sind, wenn wir eine E-Mail abrufen müssen, ich kann das natürlich nicht lesen, Gott sei Dank weiß ich ja, wie man mit dem Computer umgeht. Es verändert sich ja nicht, die Sprache hat sich ja nur verändert, ich weiß, wo ich drücken muss und wo ich nicht drücken muss. Im Notfall kann ich es ja auch dann übersetzen. Ich musste natürlich schmunzeln. Wie gesagt, ich habe sehr viele syrische Kunden und dann plötzlich spricht Google Syrisch. Bis man das alles wieder richtig gebogen hat, damit man mit Google wieder klarkommt, ist schon so eine Sache. Ja, so ist Google. Na, wenn irgendeiner sich da dran setzt, sehe ich hier plötzlich alles syrisch. Ja, ist schon eine lustige Geschichte, das mit dem Datenhighway. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, auch dieser Videoclip hat euch gefallen. Wie gesagt, irgendwo sind wir alles Lemmige. Wir sagen nur noch ja, ja, ja. Und wenn wir reich wären, wird es uns verdammt gut gehen. Da wir nicht reich sind, geht es uns so, wie es uns geht. Und wir wollen nicht jammern. Und euer Medienkanzler schon mal überhaupt nicht. Es wird nicht gejammert. Momentan, die letzten Oktoberstunden, ich glaube in Berlin ist irgendwie Sturm angesagt. Hier in NRW ist die Sonne gerade hier am Durchfluten. Das Schaufenster leuchtet in diesem Oktober gelb auf. Wir haben ja so ein riesen Cinema-Schaufenster mit Star Wars und deswegen kam auch gerade der junge Mann rein und wollte wissen, wow, das sieht ja wohl super aus. Wie teuer ist das? Ja, leider. Leider ist das teuer. Ja, und somit verabschiede ich mich mal wieder. Ja, macht's gut und viel Spaß. Wir erleben uns.